Moin, moin, liebe Leute, da sind wir wieder zurück. Wir waren an der Stelle stehen geblieben, wo Johnny rausgefunden hat, was die Behandlung für seine Frau River kostet und wo er festgestellt hat, dass er das Haus so nicht halten kann. Das ist eine beschissene Situation, würde ich behaupten. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf die Suche nach Mementos. Ich denke mal, eins wird die Spieluhr sein. Das war relativ offensichtlich. Und dann müssen wir natürlich noch weiter schauen, was da noch sein könnte. Hier ist ein Auto. Das Auto ist ein Dingsobjekt. Dieses Seil nicht. Müssen uns hier ja überall gut umgucken. Aber hier ist nichts mehr. Eventuell hier. Sieht auch nicht gerade vielversprechend aus. Ist auch alles relativ abgelegen, wo wir gerade suchen. Gebe ich ja ehrlich zu. Gut, hier kommen wir jetzt so nicht raus. Deswegen versuchen wir einmal außen rum zu gehen, was vermutlich auch die beste Lösung dafür ist. Kann man ins Haus? Kann man. Ein Hammer bringt uns nichts. Auch hier scheint nichts zu sein. Da liegen eingelegte Oliven. Das ist diesmal das Memento. Zwei fehlen uns noch. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg zu Johnny. In der Hoffnung, dass er noch etwas für uns hat. Ja, hat er. Nichts zu sagen, nein. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Aber dann machen wir uns einfach gleich auf den Weg in die nächste zurückliegende Erinnerung. Da ist das Glas. Und wir bereiten das Memento vor. Mit meinen unglaublichen Puzzlekünsten. Das war gar nicht übel. Oliven. Notiz, eingelegte Oliven erhalten. Die gucken wir uns gleich an. Also zieht ihr die Sache wirklich durch, Yep, die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach, wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird schon klappen. Wie wundervoll, euer eigenes Traumhaus und das noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit dort das Ja-Wort gegeben, stimmt's? Ja, aber das ist es nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch manchmal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen. Auf euch beide. Genau, auf uns. Bin gleich wieder da. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Tja, mein Freund, schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr, wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden. Diese River, immer noch so still, was?
Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Und wenn sie mit Isabel zusammen ist. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Haha, jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey, also hast du River jetzt diese eine Sache erzählt vom früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen. Ja, viele, jede Menge. Ha, ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern, bis oben hin. Sagte Isabel nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, dass ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja, sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hattest schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein, mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meistens tatsächlich irgendwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, John. Moment mal, selbst er hat keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war? Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne. Ich muss nur mal kurz dem Wirt einen Besuch abstatten. Okay, dann gehen wir mal zum Wirt. Hallo, was darf sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Scheck. Tut mir leid, Schecks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf sein? Tagchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oho, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Ach, mach dich locker. Tja, dann gehen wir mal mit den eingelegten Oliven zu unserem Johnny. Nanu, sehen meine getrübten Augen da etwa ein Gläschen eingelegte Oliven? So ist es. Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen? Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich, setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh, ja, das klingt doch nach einem Plan. Eva, Geschmackssimulation aussetzen. Jetzt. Ach, Neil, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Hohoho. Urks. Alles in Ordnung? Ja, mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben noch zwei Gläser.
Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich, Herr im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. Dann wird das wohl das Memento sein. Ja. Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu... Mach dir keine Sorgen, Mensch. Siehst du, alles nach Vorschrift. Hulk! Hulkschlag! Ich glaube, in Englisch heißt das Hulk Smash! Neil, ernsthaft? Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen und du ruinierst die Stimmung. Das war's wert. Dann bereiten wir mal das Memento vor. Wie siehst du denn aus? So. Und so. Ist gerade nicht so einfach zu erkennen hier. Man sieht es aber auch echt schlecht. Jetzt mal hier. So. Haben wir das auch. 14 statt 4. Passt. Und wir aktivieren es. Ja, es ist schon ein Stückchen weiter zurück. Da hat er noch Farbe in der Haare, der Gute. Heiliges Känguru. Du bist kein Australier. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über Normalnull und ich stehe auf einem verdammten Lampenmast. Spring einfach runter. Es ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee-Jumping ohne Seil. Oben bleiben geht nicht, runterkommen aber auch nicht. Mann, wie ich es hasse, wenn das passiert. Ich schwöre dir, wenn dieser... Ort... Eva, was zum... Weichei. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht? Für Schiffe, meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist mit GPS und all diesem Kram. Hör mal, River. Dieser Ort bedeutet auch mir sehr viel und ich habe nachgedacht. Im Moment läuft doch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen, ein paar Jahre lang, dann könnten wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns einschränken müssen, aber wir können sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir werden immer in ihrer Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wäre nie mehr allein, John. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja, das werden wir.
Ich gönne es ihnen. Das meinst du nicht ernst. Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man einen Zug beim Entgleisen zusehen. Das Ende ist nicht wichtiger als irgendeiner der Momente, die zu ihm führen. An dem Satz sollte man sich öfter mal ein Beispiel nehmen. Was zählt, ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Lass uns gehen. Ist denn hier noch was? Wenn sie sagt, lass uns gehen, vermutlich nicht.